Das wie immer, ich bin froh um jeden Viewer, es wird ein gutes Spiel. Seven Sir, auf Dos Santos. Nationalmannschaftsspieler seinerseits, das muss man auch mal sagen, Sir, beste Werfer von Boncourt und auch jetzt wieder. Und auch so gut werfen kann, was viele unterschätzen. Er hat ja schon fast einen Dreier geworfen diese Saison. Als Center. Also, Dos Santos gegen Mirkovic. Sir, nochmal für drei, nochmal drin. Nochmal drin, Stephen Sir, sensationell. Albi Sir. Aber auch noch nicht im Spiel. Auch noch nicht in dem Rausch, wo sie sich einmal reingespielt haben. Und Sir natürlich immer gefährlich. Morris ebenfalls. Dann noch auf Dos Santos, weiter auf Landenberg, sein Lieblingswurf und auch der ist drin. Das ist sensationell gespielt von Gott. Wow, NBA-Schrittfehler von Andrija Jakovlevic. Da freue ich mich aufs Replay. Dreier, der ja nachher aus dem Eck, endlich. Macht er gern. Turnaround macht er noch lieber. Schöne Tipp jetzt von Adam Mirkovic, wenn man ihn vergisst. Glover jetzt ganz vergessen. Kann er das Kaffee rauslassen und macht den Dreier. Ja. Uff, Hochler. Für drei. Lass mal Wertel aussteigen und macht den Dreier. Also, auf St. Robert gegen Morris. Ins Gesicht für zwei, jawohl. Es sind noch 11 Punkte, meine Damen und Herren. Und es wird man kann auch in einem Porsche nicht endlos im ersten Gang fahren. Marco Lehmann für drei aus dem Ecke. Ja, der befreit sich halt so für drei. Marco Lehmann. Ja, aber das Publikum fangen wir sensationell an. Dejan Hochler, gib ihm Zucker für drei. Jawohl, Dejan Hochler. Wir haben Playoff-Stimmung jetzt. Sir, auf Glover, auf Morris. Gute Defense, nach wie vor für Jovanovic. Gute Elbe, aber dann fehlt dort draußen jemand auf Sir und der macht sie für drei. Passieren. Dann sind wir wieder bei diesen kleinen Fehlern, bei diesen kleinen Unaufmerksamkeiten. Glover aus dem Ecke und nach dreimal trifft auch er. Mittelmäßig Sir, und das langt schon. Lehmann, wieder mal für drei, jawohl. Zwischen Dara und Boncourt, weiter Dreier jetzt noch vom Dejan Hochler. Auch noch drin, von weit weg. Ja, das noch. Um noch die letzten Emotionen einfangen. Ja, die ganze Kalte. Am Schiri weiß ich nicht. Ich würde nicht. Mal schauen, ob irgendjemand im Tag.